Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute Unboxing vom Steelbook zu Valerian. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, Valerian im Steelbook und zwar die 2D-Version, die es bei Saturn und Mediamarkt gab. Bei Amazon gab es ja noch eine 3D-Version, aber wie gesagt, ich bin ja kein Fan von 3D. Und wie gesagt, die 2D-Version hat jetzt hier 17,90 € gekostet, da kann man nichts sagen. Das Ding habe ich jetzt schon einmal ausgepackt. Es liegt daran, ich habe gestern nicht die Zeit gehabt, das Video zu drehen und wollte den Film aber nochmal gucken. Wie gesagt, habe ihn damals schon im Kino gesehen. Habt auch schon mal einen Filmcheck zu gemacht. Wer das will, ja, ich verlinke den unten nochmal in der Videobeschreibung oder zu dem Link, der in der Videobeschreibung ist, kommt er auf meine Seite und da verlinke ich dann nochmal den Filmcheck dazu. Fand den Film wirklich richtig, richtig gut. War mal was anderes. Ja, leider war er ja, glaube ich, ein Floppig gewesen, also nicht sehr erfolgreich. Sollten ja, glaube ich, mehrere Filme von kommen, aber wird jetzt wohl nicht so sein. Finde ich schade, weil ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut. Aber kommen wir hier zum Steelbook, was, ja, kommen wir gleich zu. Schauen wir uns erstmal die J-Card an. Das Gute ist, die J-Card war nicht geklebt oder so. So ist eigentlich perfekt, finde ich. Die war hier einfach nur drin, dann war das Ding eingeschweißt. Perfekt. Wieso nicht immer so? Wieso muss man die ankleben? Aber ja, das bloß mal am Rande. Ja, dann haben wir hier dieses Steelbook. Das von Amazon ist ja ein bisschen anders. Ich glaube, der Micha von Michas Filmwelt hat den, glaube ich, ein Unboxing-Video gemacht. Ja, wir haben einfach bloß dieses V von Valerian und halt hier die Hauptcharaktere. Hier Agent Valerian zum Beispiel. Ja, das Ding ist, hat so dieses matt gehalten und wir haben dieses Bild in Hochglanz dort drauf, halt einfach dieses V. Und die Rückseite ist dann halt seine Partnerin. Ja, ist, was soll ich sagen, am Spine haben wir hier Valerian zu stehen. Ich finde, ich zeige es nochmal so. Man hätte sich da wirklich was anderes, weil der Film ist sehr, wie soll ich sagen, sehr bild, ja, farbenfroh, hat richtig krasse Bilder von diesem Planeten und also hätte man wirklich weitaus bessere Motive wählen können. Also selbst wenn man das hier von der Disc genommen hätte, ist tausendmal schöner wie das. Ja, ich will jetzt nicht meckern, wir kriegen ein Steelbook, es kostet 17,90 €, aber es ist nicht wirklich schön. So, dann gucken wir hier mal auf der Innenseite. Ja, ihr werdet euch jetzt sicherlich fragen, was ist das hier? Wieso ist hier keine Disc drin? Ja, das ist hier irgendwie so. In Deutschland ist da wohl keine Disc drin. Und ja, das ist bei der 3D-Version so und bei der 2D-Version. Wir haben nämlich hier einfach bloß, ich habe die 2D-Blu-ray und eine Bonus-Disc. Und ich glaube, im Ausland gibt es eine Edition, wo halt 3D noch mit drin ist, die 2D-Disc und die Bonus-Disc. Doch, wieso man das jetzt nicht geändert hat hier, sondern überall. Ja, Faulheit würde ich sagen, scheint wohl gesagt, ach scheißegal, finde ich jetzt auch ein bisschen blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich nehme mal kurz hier die Disc raus. Wie gesagt, hier schaut euch mal dieses Disc-Motiv an hier, das zum Beispiel vorne drauf. Ja, Bombe, zum Beispiel, ja, also. Ich nehme mal kurz die andere Disc, wenn ihr die nochmal sehen wollt hier, die ist jetzt auch nicht gerade so schön. Ja, dann haben wir hier noch Charaktere aus dem Film. Hier Rihanna zum Beispiel und hier diese Mule-Wesen oder wie sie heißen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Oder von Planeten Mule oder so. Naja, ist ja auch egal. Ja, Innendruck sieht ja, wie soll ich sagen, genauso scheiße wie von außen. Ja, Steelbook ist jetzt wie gesagt nicht wirklich schön. Aber dafür ist der Film Bombe. Wie gesagt, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Sagt mir mal eure Meinung zu dem Steelbook. Wie euch das gefällt und ups, habe ich festgemacht, ja. Ja, dann soll es das auch in diesem Sinne gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao.